So, hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft Let's Plays und wir werden mal direkt loslegen mit dem Kram, den wir im heutigen Video machen werden. Ich bin mir nur gerade noch nicht so ganz sicher, ob wir actually die Sachen, die wir brauchen werden, überhaupt hier haben. Und die Antwort lautet, doch haben wir. Redstone Dust und Lever haben wir auch alle dabei. Ich würde sagen, wir nehmen direkt alles mit einem Redstone Dust, weil warum auch nicht. Wir werden nämlich wahrscheinlich ein bisschen Redstone Dust in der heutigen Folge dann doch leider brauchen. Ja, falls ihr euch erinnern könnt, oder solltet ihr die letzte Folge gesehen haben, dann könnt ihr euch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit erinnern, denn das ist, womit ich mich am Ende der letzten Folge befasst habe. Mein Plan am Ende der letzten Folge war es dann noch, die Trapdoors ins Dach einzubauen, beziehungsweise die Trapdoors anzubringen im Dach unseres Trade Hubs. Und leider habe ich das noch nicht getan, beziehungsweise wir haben die Dinger schon angebracht und alles klaro, wunderbaro. Also ja, die Trapdoors sind da, es funktioniert alles wie geplant, etc. pp. Aber leider sind wir noch nicht ganz fertig geworden. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, ob ich noch zusätzliche Leitern dabei habe. Habe ich aber, glaube ich, gerade nicht. Deswegen, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es fehlen auch noch vier Leitern bei dem Trade-Up, die wir noch anbringen müssten, theoretisch gesehen. Die fehlen, glaube ich, auch noch. Aber ja, wir haben die Trapdoors soweit schon angebaut. Das Problem ist nur, dass vom Placement der Trapdoors her, dass es da ein paar klitzekleine Problemchen gibt. Hallo, Mr. Ghast, bitte schieß mich nicht ab, während ich durchs Portal gehe. Das wäre ganz nett. Das wäre ganz wunderprächtig, wenn du das nicht tun könntest, wenn du das vermeiden könntest. So, wir breaken mal kurz Line of Sight, damit er das auch ja nicht tut. Reisen wieder in die Overworld und da sind wir auch schon. Genau, wir haben das ja auch ausgeleuchtet in der letzten Folge, aber ich werde diese Fackeln ja alle wieder abreißen, früher oder später. Und es fehlen in der Tat tatsächlich noch die Leiterblöcke, glaube ich. Jawohl. Das Problem ist aber folgendes, ich zeige es nochmal kurz in dieser Folge auch. Wenn ich jetzt hier einen Schalter hin platziere, ihr seht, das klappt alles wunderbar. Das Problem ist aber, dass der Piston-Block hier, Piston sehe ich schon, der Iron Trapdoor-Block, der ist auf dieser Blockhöhe, also auf der Höhe von diesem Block hier, und nicht eingelassen in den Boden, was wiederum bedeutet, dass wenn ich jetzt hier hingehe und zum Beispiel hier einen Schalter hin platziere, dann wird die Trapdoor leider nicht geöffnet und das ist natürlich ein doofes Problem, aber allerdings auch ein lösbares Problem, denn wir werden es folgendermaßen lösen: Wir werden einen Guest-Laden-Schalter hin platzieren und werden dann einfach hingehen, werden hier ein Stück Redstone hin platzieren. Das sieht ein bisschen komisch, ein bisschen doof aus, I guess. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das so funktionieren dürfte. Wenn ich jetzt hier. Jawohl, so geht das dann. Das Problem ist halt logischerweise, dass dann hier so ein Stückchen Redstone leider auf dem Boden sein muss. Aber letztendlich ist es auch nicht wirklich weiter schlimm, würde ich mir behaupten. Rein Interesse halber, wenn ich jetzt hier hingehen würde und einen Schalter hier platzieren würde. Ja, damit funktioniert es natürlich, logischerweise. Ja, das geht natürlich nicht. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie geht und dass es irgendwie noch ein Redstone-Feature gibt, das ich noch nicht kenne, das irgendwie erlauben würde, dass das so funktioniert. Allerdings ist dem leider nicht so. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Was man natürlich machen könnte, wäre jetzt hier einen Schalter hin platzieren. Beziehungsweise vielleicht so rum, ich weiß nicht. Macht das irgendwie Sinn? Ich weiß nicht, vielleicht machen wir den Schalter einfach so rum hin und gehen dann hin und machen das dann so. Dass das irgendwie vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, ob optisch hübscher, optisch schöner aussieht. Einfach nur, weil ich weiß nicht, ich finde es sieht doof aus, wenn jetzt hier einfach so ein einzelner Block Redstone davor liegt. Das sieht irgendwie komisch aus, aber das so sieht das doch vielleicht ganz okay aus. Ich weiß nicht. Gucken wir mal, wie das gleich aussieht, wenn ich das so fertig gebaut habe dann. So rum habe ich den Schalter, genau so rum haben wir den Schalter platziert. Ja, das war auf jeden Fall, was ich machen wollte. Und das war natürlich auch, was ich machen wollte. Das war alles genauso geplant und überhaupt ist aber gerade überhaupt nicht aus Versehen passiert, weil ich eigentlich die Kartoffel essen wollte, damit ich wieder ein bisschen mehr Rennspeed habe, Runspeed habe. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal kurz eine Suppe her. Weil wir eh Suppenschüsseln auch im Inventar haben. Dann essen wir gleich als nächstes einfach die Suppe, wenn wir wieder nicht rennen können. Das erscheint mir ganz sinnvoll. So, dann würde ich sagen, vollenden wir es mal kurz hier, soweit. Dass es das hier dann überall gleich aussieht. So, und damit dürfen wir hier oben rum schon alle Schalter platziert haben und jetzt wechsle ich einmal kurz in den Spectator-Modus und ruckel das einmal kurz aus irgendwelchen Gründen. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Und ich würde sagen, das sieht ganz gut aus, so. Ich weiß nicht, es gefällt mir. Also, es gefällt mir zumindest, glaube ich, optisch besser, als wenn ich da nur ein Redstone-Ding davor hätte, glaube ich zumindest. Wir probieren auch das mal kurz aus. Wir zurück in Survival-Modus, wir bauen mal kurz den ganzen Spaß hier ab. Wie gesagt, das ist jetzt so gesehen unnötig, also diese 6 Redstone-Dinge hier pro Trapdoor sind so gesehen nicht wirklich notwendig, aber es sieht irgendwie komisch aus, finde ich, wenn da jetzt nur ein Redstone das davor ist. Da sieht es irgendwie optisch dann doch ein bisschen schöner aus, glaube ich, wenn wir hier eine Redstone-Spur haben, die da komplett drumherum geht, oder? Ich weiß nicht. Probieren wir das einmal aus. Spectator-Modus, dann gucken wir mal kurz. Ich meine, der Redstone ist so optisch weniger auffällig, sagen wir es mal so, aber. Solltet ihr uns einen besseren Vorschlag haben, als hier ein Redstone das da irgendwo hin zu platzieren?
Solltet ihr einen optisch besser aussehenden Vorschlag haben, wie ich das hier Redstone-mäßig verkabeln könnte, dann lasst mir das so lieben gerne Kommentare, da würde mich sehr freuen. Ich glaube, ich werde das übrigens aber dann doch so lassen, weil es irgendwie, ich weiß nicht. Es sieht halt aus wie so eine Umrandung, was es logischerweise auch irgendwo ist, aber es sieht halt so als Umrandung, sieht es dann irgendwie immer noch zweckmäßiger aus, als wenn ich hier nur ein einzelnes Stück Redstone das davor hätte, finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Sieht irgendwie optisch dann trotzdem noch, trotz allem irgendwie etwas besser, etwas hübscher, etwas schöner aus, finde ich, ich weiß nicht. Ich glaube, so lassen wir das einfach mal. So lassen wir es einfach mal. Das sieht, glaube ich, so am besten aus. Wie gesagt, wenn ihr eine bessere Lösung habt, einen besseren Vorschlag, wie ich das hier besser lösen könnte, immer gerne in die Kommentare damit. Logischerweise, ich könnte natürlich jetzt auch einfach diesen Block hier abbauen, also den hier jetzt, wo an dem gerade der Schalter hängt, und könnte den Schalter dann einfach da in dieses Loch einbauen. Und dann würde ein Schalter ausreichen, um die Trap da dort zu öffnen und zu schließen. Allerdings hätten wir dann zum einen ein Loch in der Decke, was nicht wirklich Sinn der Sache ist. Zum einen das. Und zum anderen, ja, weiß ich nicht, sieht es auch irgendwie doof aus. Also es sieht zum einen optisch doof aus. Okay, warte, was? Moment mal, geht das überhaupt? Oh. Ja, da war ja was. Das funktioniert so gar nicht. Stimmt. Bevor ich uns frage, warum funktioniert das so nicht? Der Grund ist ziemlich simpel und einfach. Leider. Also wir müssen es so oder so so machen. Nevermind. Damit hat sich mein Plan gerade geändert. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal was mit und aus Redstone gebaut habe. Aber wenn man so eine Redstone-Line hat, die so aussieht, dann wird das Signal nur von hier nach da weitergeben, aber nicht zu diesem Block und noch nicht zu diesem Block. Wenn man eine Redstone-Line hat, die so wiederum aussieht zum Beispiel, wird es. Ihr sitzt eher in dem 3D-Model von diesem Redstone-Dust-Partikel hier. Oder von diesem Redstone-Dust-Block. Nach da, nach da, nach da und nach da. Es wird überall hin weitergeleitet. Ihr seht sowohl an Textur als auch an diesem 3D-Modell hier. Wenn ich das hier aber allerdings wiederum zerstöre, dann wird es nur noch da und noch da weitergegeben. Und so wird es logischerweise nichts weitergeben. Das Ding ist, wenn ich hier nur ein Stück Redstone das auf den Boden packe, dann wird es einfach in alle Richtungen weitergeben. Sprich auch zu diesem Block. Wenn ich allerdings jetzt hier so eine Spur drumherum lege, dann wird es an jeden Block weitergeben, bis auf an diesen einen Block in der Mitte. An jedem Block in diesem Kreis, nur nicht an dem Block in der Mitte. Das heißt, wir müssen das leider sogar so bauen. Was ein bisschen doof ist, aber ja, was soll ich tun? Was soll's? Muss leider so sein, I guess. Ging das nicht? Nee. Ich fände es halt irgendwie nice, wenn man quasi nur diesen, wenn man nur diesen kleinen, also diesen kleinen Teil hier bis hier so hin quasi an Partikeln hätte. Die dann wirklich nur da reinführen, aber das geht leider nicht. Ja, das ist natürlich doof. Machen wir das dann einfach so? I guess wir machen das dann einfach so. Wie gesagt, lieben gerne, lasst mir was in den Kommentaren da, wenn ihr da eine bessere Lösung für habt. Mir fällt gerade leider keine bessere Lösung ein, spontan. Die halt nicht komplett komisch oder doof aussieht. Am liebsten würde ich halt eine Lösung haben, die kein Redstone-Dust involviert. Einfach nur zwei Schalter, einen unten, einen oben und dann passt das. Aber das geht leider nicht. Zumindest nicht, solange die Trapdoor hier oben ist. Und wenn die Trapdoor nicht hier oben ist, dann können wir da unten, den einen Block weiter unten, natürlich keinen Leiternblock platzieren. Und wenn wir da keinen Leiternblock platzieren können, kommen wir natürlich nicht mehr aufs Dach hoch. Denn, wie ihr seht, wenn ich jetzt hier keinen Leiternblock habe, dann kommen wir hier nicht raus. Also auch wenn ich versuche zu springen, das geht leider alles nicht. Das heißt, anders geht es leider nicht. Also werden wir es so leider lassen müssen, glaube ich. Befürchte ich. Es sei denn, es gibt mich gerade überlegen, gibt es noch irgendwie eine andere Möglichkeit, aber ich wüsste nicht wie. Deswegen, ja, ist glaube ich leider nicht drin, das irgendwie anders zu lösen. I guess wir könnten eine Pistentür machen, indem wir einfach einen Pisten einziehen. Das ginge theoretisch gesehen. Einfach so ein Pisten, der sich dann hier so schließt. Also hier so ein Pistenblock und dann würde auf dem Pistenblock quasi hier der Schalter hinkommen, dann ist der einfach so zack zu. Und wenn man den Schalter umlegt, dann öffnet sich der Pisten. Aber auch dann könnte man da keine Leiter platzieren, oder? Ne, der wird die Leiter daneben abbauen. Der wird die Leiter daneben abbauen, wenn er sich extenden würde. Beziehungsweise er könnte sich, glaube ich, nicht extenden, weil die Leiter immer noch als solider Block gilt, glaube ich. Wodurch wiederum wir hier beim Pisten-Push-Limit angekommen werden. Und Fallschaden nehmen. Was auf jeden Fall genauso geplant war. Auf jeden Fall. Und überhaupt nicht aus Versehen gerade passiert ist. Ja, aber das wird auch nicht funktionieren. Ne, also selbst eine Pistentür wird zumindest so, wie ich mir die optisch vorstelle, nicht funktionieren. Also werden wir das, glaube ich, leider so lassen müssen. Und werden leider auch erstmal kurz zurück zu unserem Haus zurückkehren müssen, denn es ist schon wieder virtuelle Ingame-Nacht geworden, in der Zeit, in der ich gerade mit mir selbst debattiert und diskutiert und überlegt habe, wie wir das Problemchen da lösen können. Nur um dann letztendlich zur Konklusion zu kommen, dass es leider nicht lösbar ist. Zumindest nicht so, wie es mir gefallen würde. Also optisch vor allem. Logischerweise, so funktioniert es natürlich auch. Ja, ihr habt es ja gesehen, so funktioniert das durchaus. Man legt unten den Schalter um und dann geht die Trapdoor auf, aber das ist leider nicht optisch so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Wie gesagt, optisch am liebsten hätte ich es so gehabt, dass ich unten einfach einen Schalter habe, oben einen und kein Redstone-Dust halt, aber das scheint leider nicht im Bereich des Möglichen zu sein. Deswegen werden wir es leider so lassen müssen, I guess.
Ich würde es jetzt sehr befürworten und für gut halten, gut finden, wenn meine. Ja, wenn nicht das passieren würde, was gerade passiert, nämlich wenn meine Rennenergie jetzt nicht auslaufen würde. Goddammit. Aber jetzt habe ich wieder Rennenergie, nachdem ich hier die Suppe gegessen habe. Deswegen alles Paletti, würde ich mal sagen. Dann gehen wir kurz schlafen und nehmen noch ein bisschen Holz mit, beziehungsweise wahrscheinlich bis vor kurzem noch einen Baum abholzen. Ich finde es schön, wie oft wir hier zwischen Spectator und Survival-Modus gerade geswitcht sind. Um zu gucken, wie das aussieht, I guess. Mainly darum. So, und dann werden wir uns jetzt kurz noch ein bisschen Süppchen. Hoppala. Was zur Hölle? So. Ein bisschen. Ne. So, ein bisschen Süppchen. Was? Gott im Himmel. War das gerade complicated? Wir werden uns kurz noch ein bisschen Süppchen kochen. Das eine Süppchen werden wir direkt essen. Das andere packen wir uns erstmal in die Leiste. Und dann geht es hier auch direkt weiter. Wie bereits gesagt, wir werden kurz ein Baum. Oh, das ist keine Axt. Das ist ein Stone Hoe. Das sieht so aus wie eine Axt, aber das ist einfach nur ein Hoe. Okay. Dann werden wir kurz noch einen Baum abholzen gehen, I guess. Scheinbar ohne Axt, da es sich dabei um eine Stone Hoe und nicht um eine Stone Axt handelt, aus irgendwelchen Gründen. Aber auch gut. Ich würde sagen, wir nehmen den hier einfach. Dieser Baum wird leider daran glauben müssen. Den werden wir jetzt abholzen. Und danach sollten wir genug Holz haben, um da gleich dann auch die letzte Leiter, oder die letzten vier Stücke Leiter, um genau zu sein, um auch die herzustellen. Und wenn wir das getan haben, dann sind wir, glaube ich, soweit, dass wir. Da haben wir noch ein paar Sticks. Ich würde gerne einen Setzling kriegen, denn ich habe keinen im Inventar. Spiel einen Setzling, bitte. Bitte einen Setzling. Einer reicht. Einer würde reichen. Hallo? Setzling, wo bist du? Fun Fact: Die Chance, dass kein Setzling hier raus. Aha, da ist der Setzling schon. Die Chance, dass hier kein Setzling rausdroppt, ist übrigens 1 zu. Ich weiß nicht. Irgendwas unfassbar hohes. Ich glaube. 0,000 irgendwas 1% ist die Chance, dass aus einem Baum in Minecraft kein Setzling rausdroppt. Das habe ich mir übrigens gerade nicht ausgedacht, sondern das ist ein Fakt. Das ist tatsächlich so. Das könnt ihr eben, ich glaube, Minecraft Wiki habe ich das irgendwann mal gelesen. Könnt ihr danach lesen. Das kann man sich errechnen aus der Chance, dass aus einem einzelnen Stück, aus einem einzelnen Blattblock, ihr wisst Bescheid, was ich meine, I guess, aus einem einzigen Leafblock, die Chance, dass da halt kein Setzling rausdroppt, ist irgendwie, keine Ahnung. 99% oder irgendeine relativ hohe Prozentzahl, also 99% nicht, aber 95%, irgendwie 5% Drop-Chance, dass aus einem Leafs-Block ein Setzling rausdroppt. Irgendwie so aus einem Dreh, keine Ahnung. Frag mich nicht, ich weiß die Werte gar nicht auswendig, aber die Chance ist auf jeden Fall jetzt nicht endlos klein, logischerweise. Und da ein Baum in der Regel relativ viele Blätter hat, ist die Chance, dass da absolut kein einziger Setzling rausdroppt, ist irgendwie 0, irgendwas Prozent. Also sehr, sehr gering, sehr, sehr klein. Das heißt, wenn ihr einen Baum abbaut und keinen Setzling daraus kriegt, dann habt ihr so gesehen, ich meine, so gesehen habt ihr eigentlich Pech, aber so gesehen habt ihr letztendlich auch unfassbar hohes Glück und unfassbar krasses Glück, denn die Chance, dass da kein Setzling rausdroppt, ist ziemlich gering. Ich habe es gesagt, also so gesehen habt ihr Glück, aber eigentlich habt ihr Pech, denn wenn ihr eigentlich einen Setzling gerade gebraucht habt, dann bekommt ihr keinen, logischerweise. Aber rein mathematisch betrachtet ist das ziemlich selten und damit habt ihr so gesehen also Glück. So. Weiter geht's zurück durch den Nether, wieder zu unserer Baustelle und dann werden ja gleich Fenster eingebaut und Schalter, weil ich glaube, drei Schalter haben wir momentan. Die müssten normalerweise auch noch verbaut werden, meines Wissens. Und das werden wir gleich auch tun. Und dann geht's ans Fenster einbauen, I guess. Und danach geht's ans Finishen unserer Baustelle tatsächlich schon, denn wir sind mittlerweile fast fertig mit unserem Trade-Hub. Was ich durchaus nicht für schlecht heißen kann. Was mich durchaus sehr freut, dass wir damit jetzt mittlerweile fast fertig sind. So, ich würde sagen, dann legen wir mal kurz los. Wieso habe ich nur drei Schalter? Da hinten habe ich, sogar schon einen angebaut anscheinend. Okay, den habe ich anscheinend vergessen abzubauen. Vorhin. Aber da kann er auch direkt hängen bleiben. Denn da gehört er eh hin, der Schalter. Genau, so soll das aussehen. Und jetzt müssen wir kurz gucken, ob wir Redstone-technisch alles richtig verkabelt haben. Genau. So, und jetzt theoretisch gesehen müsste das hier soweit funktionieren. Ich werde jetzt einmal alle Schalter umlegen. Dann sollten alle Dinger da oben aufgehen und wenn wir jetzt aufs Dach hochgehen und dann gleich alle. Das hat mich gerade verwirrt. Ich dachte irgendwie, dass diese Dirt-Treppe irgendwie in der Ecke da hinten wäre. Keine Ahnung warum. Aber das dachte ich gerade irgendwie. Es sollten alle. Genau, es sind alle offen. Alle Trapdoors sind offen. Wir werden jetzt einmal kurz alle von den Schaltern hier oben umlegen. Dann sollten alle offen bleiben. Und wenn das alles klappt, was normalerweise eh klappen sollte, ich wüsste nicht, wieso es nicht klappen sollte, aber just in case, werden wir es einmal ausprobieren. Wenn das soweit klappt, dann können wir gleich das Dach finishen und danach geht es ans Glas verlegen oder ans Glasscheiben einsetzen, vielmehr, I guess. Das sieht soweit gut aus. Genau, so können wir außerdem auch direkt noch kurz die Leitern einsetzen, wenn wir jetzt hier schon dabei sind. So, hier sollten wir auch rauskommen können. Genau, prima, das funktioniert. Das funktioniert natürlich auch. Dann gehen wir kurz darüber. Stacken das kurz aufeinander. Gehen kurz hier rüber. Zack, noch eine Leiter platziert.
Und auch hier fehlt noch ein Leiter. So, und dann wäre es das soweit. Machen wir kurz hier alles zu. Da vorne auch. Zack und zack. Und damit wäre das Dach dann so gut wie fertig. Es fehlt noch der letzte Feinschliff, nämlich da fehlt einer von diesen Blöcken. Dann fehlen noch zwei Quarzblöcke, einer hier, einer da. Dann machen wir hier kurz einmal auf. Müssen hier unten kurz einmal... Ja, das ist das Einzige, was ein bisschen umständlich ist an diesem Schaltersystem. Man muss immer alles doppelt und dreifach öffnen und schließen, wie ihr seht. Ist ein bisschen doof und ein bisschen umständlich, aber das ist leider so. Man könnte das mit Sicherheit auch mit Buttons machen, aber whatever. Ich habe es jetzt mit Schaltern gebaut und ich werde es auch erstmal so lassen, dass es mit Schaltern weiter so funktioniert. Ist auch alles in Ordnung so, ist auch alles okay. Passt schon, würde ich sagen. Und dann müssen wir jetzt Folgendes tun. Wir müssen als allererstes, würde ich sagen, wobei, ich wollte überlegen. Ich habe jetzt gerade spontan überlegt, dass wir eigentlich erstmal auch hier so diese dicken Glasscheiben einbauen, weil die Decke halt auch aus diesen dicken Glasscheiben besteht. Und die Außenglasscheiben, also sprich, die hier wollte ich dann aus diesen dünnen, also aus diesen Glas, aus diesen Glass Panes bauen. Die Frage ist, macht das überhaupt Sinn? Weil wir könnten halt auch diese, diese Glasscheiben aus diesen Paneblöcken bauen. Wobei doch, das macht Sinn. Und zwar macht das aus folgendem Grund Sinn. Das hier ist ja so ein So machen wir das. Doch, das macht lore-technisch macht das sogar Sinn. Jetzt würdet ihr euch denken, jetzt ist er komplett übergeschnappt. Was labert der da? Und zwar ist das ja hier unser Safety-Sicherheitsraum, in den die Villager nicht rein dürfen. Das hier ist Schutzglas. Das ist Sicherheitsschutzglas. Deswegen macht es Sinn, hier dickes Glas einzubauen. Doch, das macht sogar Sinn. Ja, das ist dickes Schutzglas. Da sollen die Villager nicht durchkommen. Und das sind nur so Glasscheiben. Ne? Das sind so normale, wie man sie kennt, aus so normalen Häusern. Das hier Glasscheiben. Das hier wird unser Sicherheitsschutzglas. Deswegen machen wir hier dicke Glasblöcke rein. Das macht sogar irgendwo Sinn. Und es ist halt vor allem der sekundäre Zweitgrund, aus dem ich hier beschlossen habe, dass wir hier die dicken Glasscheiben einbauen, ist halt, dass das hier oben in der Decke sind halt auch diese dicken Glasscheiben. Und das sieht irgendwie komisch aus, wenn wir in der Decke halt dicke Scheiben benutzen und hier halt nur diese dünnen. Aber es macht halt sogar lore-technisch irgendwo Sinn, I guess. Oder halt, was heißt lore-technisch, aber halt so, ne? Der Logik halt macht es halt auch irgendwo Sinn. Denn, ja, das ist dann halt hier so dickes Sicherheitsschutzglas für unseren Safety Panic Room oder whatever, den wir hier in der Mitte haben. Das macht Sinn. Das, I can get behind that, das macht irgendwo Sinn, dass das, das gefällt mir. Ja, doch, das lassen wir so. So machen wir das. So, jetzt gucken wir einmal kurz jetzt aber nach, ob wir hier wirklich alle Scheiben eingezogen haben. Sieht gut aus. Da oben haben wir Glas, hier haben wir Glas. Sieht auch gut aus. Die Decke ist meines Wissens auch komplett. Also, das sollte auch passen. Und auch das sieht soweit ganz gut aus. Und damit sind wir dann hiermit schon mal fertig. Jetzt fehlen noch die Außenscheiben. Können wir die hier auch klein häckseln? Klein schneiden? Nee, Glas kann man hiermit nicht klein schneiden. Okay. Das müssen wir also manuell zusammen craften. Hier über unsere Crafting Table am Portal. Ich glaube, so geht das. Genau. Ich würde sagen, wir stellen einfach mal einen halben Stack her. So, haben wir 39 Scheiben. 39 Scheibchen. Und die fangen wir dann direkt an, hier einzuziehen. Und wenn wir das dann alles fertig haben, fehlt nicht mehr viel, meine lieben Leute. Dann fehlt eigentlich, ich habe schon ein paar eingezogen sogar, ein paar von den Scheiben. Allzu viel fehlt da nicht mehr. Dann müsste noch hier den riesen Gravelhügel oder die riesen Gravelhügel drumherum. Die müssen wir dann noch ein bisschen abbauen hier. Ein bisschen abtragen. Also vor allem hier, also hier nur ein bisschen sogar, actually. Hier müssen wir ein bisschen was abtragen. Auf der anderen Seite ist es aber echt schlimm mit dem Gravel. Ich zeige euch das nochmal kurz. Für die von euch, die es noch nicht gesehen haben. Aber das ist schwer zu übersehen, dass hier, also hier, ne, hier ist die massive Steinwand. Das müssen wir auf jeden Fall beseitigen hier, weil das sieht ein bisschen doof aus sonst. Das steht dann noch an. Da müssen wir hier noch die Betten natürlich einbauen. Also da, wo überall hier Gravelblöcke platziert sind, da kommen später Betten rein. Dann, I guess, hier in diese Ecken rein werden wir dann die Jobblöcke für die einzelnen Villager quetschen. Denn jeder Villager braucht hier in der neuesten Minecraft-Version einen Jobblock. Sprich, ein Bibliothekar braucht diesen Bibliothekarsblock, wo man irgendwie Bücher drauf schreiben kann oder whatever. Ich weiß gar nicht, wozu der genau gut ist. Ich glaub, man kann auch Bücher schreiben. Ich weiß gar nicht genau. Diesen Block halt und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, wenn ihr schon mal in einem virtuellen Minecraft-Dorf wart, habt ihr das mit Sicherheit schon mal gesehen. Die ganzen Blöcke, die sind da überall, logischerweise, weil, wie gesagt, die Villager brauchen diese Blöcke, um ihren Tätigkeiten nachgehen zu können. Und wenn wir das dann alles erledigt haben, dann wird es langsam aber sicher dann tatsächlich mal Zeit, dass die Villager dann auch hier einziehen dürfen. Außerdem, ich glaube, diesen Block hier wollte ich entfernen. Oder lassen wir den sogar? Vielleicht lassen wir den nur sogar, weil sonst haben wir hier diese Pillarblöcke. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe mich umentschlossen. Wir werden ihn doch nicht entfernen. Wir werden diesen Eckblock hier oben drin lassen, weil sonst haben wir diese komischen Pillarblöcke. Und ich habe lieber irgendwie einen. Das sieht auch komisch aus, aber I guess, das ist hier der Raum des Ärmstschweins. Der hat hier so eine kleine Mini-Dachschräge, oder so eine Eckschräge drin hier in seinem Raum. Der hat er leider verloren, der Villager, der da drin wohnen und leben muss. So ist das nun mal leider.
So, hier haben wir die Familienräume, I guess. Hier schläft der Vater oder die Mutter, hier schläft das Kind und dann schläft hier das andere Elternteil, I guess. Keine Ahnung. Das sind hier die Family-Räume. Also aus Versehen. Der einzige Grund, aus dem es hier überhaupt Family-Räume, aus dem es hier überhaupt Family-Räume gibt und aus dem, dass hier Family-Räume sind, ist halt ganz einfach, das hier symmetrischen Eingang reinzubauen. Das war ein bisschen kompliziert und ich dachte mir so, warum nicht? Bauen wir da einfach den Raum hier in die Mitte von zwei anderen Räumen rein? Ich meine, es macht nicht wirklich Sinn, aber whatever. Sure. Ob der uns als, ob diese Räume übrigens, diese Räume in der Mitte als einzelner Raum überhaupt wahrgenommen werden, weil, das habe ich ihr schon ein paar Mal erklärt, dass die Räume einen bestimmten Weg haben, um die Außenseite des Raums quasi zu erkennen und zu detekten und zu markieren. Ob diese Räume also überhaupt korrekt als vernünftige Räume quasi detektet werden, also dieser Raum hier in der Mitte, das weiß ich nicht genau, ob das da wirklich funktioniert, aber selbst wenn es nicht funktioniert, rein optisch sieht es immer noch ganz nett aus, würde ich sagen, dass wir dann da auch nochmal einen Raum in der Mitte haben und zur Not können wir den auch nochmal umbauen, können da irgendwie die Türen anders einbauen, I guess. Das ging natürlich auch immer noch. Und ich würde sagen, es wird schon wieder Zeit, sich ins virtuelle Bettchen zu legen, denn es wird schon wieder dunkel und wir sind auf jeden Fall ein gutes Stückchen weiterkommen, aber in dieser Folge auf jeden Fall schon mal. Eine ganze Glasfront haben wir gesetzt und platziert. Den Innenraum hier haben wir auch schon mal verglast. Und die Trapdoors habe ich jetzt endlich vollendet, was ich eh schon seit ein oder zwei Parts vorhatte, die endlich einzubauen und fertig zu kriegen. Das Problem war halt nur, dass ich, wie gesagt, noch nicht so genau wusste, wie wir das machen. Und jetzt habe ich, I guess, leider die Lösung wählen müssen, die ich von Anfang an schon im Kopf hatte, von der ich mir dachte, dass sie auf jeden Fall funktionieren wird, aber die ich halt einfach nicht verbauen wollte, weil sie einfach ein bisschen doof aussieht. Aber was willst du machen? Manchmal geht es ja leider nicht anders. Und jetzt ist die Zeit leider gekommen, dass wir hingehen mussten und es so verbauen mussten, weil mir keine bessere Lösung in den Sinn gekommen ist. Aber so schlimm sieht es jetzt wiederum auch nicht aus, finde ich. Es ist ertragbar, es ist erträglich, dass es so aussieht. Man kann es durchaus auf jeden Fall so stehen lassen, würde ich sagen, die Trapdoor so. Ich meine, es ist ein Redstone-Dust vor der Trapdoor jeweils, vor jeder Trapdoor. Sieht jetzt, es verschandelt jetzt nicht den gesamten Trade-Up. Also kann man durchaus so stehen lassen, würde ich behaupten. Ist okay. Ist jetzt nicht in absolute architektonische Meisterleistung an der Stelle. Wie gesagt, ohne diesen einen Block Redstone Dust wäre ich da definitiv glücklicher drüber. Aber wie gesagt, was willst du machen? Lässt sich leider nicht anders bauen. Zumindest wüsste ich gerade spontan nicht, wie. Wie gesagt, wenn ihr einen Vorschlag habt, lasst mir lieben gerne in den Kommentaren da. Dann werde ich ihn vielleicht auch verbauen. Oder was heißt vielleicht, wenn er gut ist? Wenn er gut aussieht, werde ich ihn auf jeden Fall so verbauen. Ohne Redstone Dust dann logischerweise. Aber ja, wie auch immer, das war es auf jeden Fall erstmal für die heutige Folge, mit der heutigen Folge, whatever. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich hatte wie immer sehr viel Spaß daran, das hier heute aufzunehmen und hoffe natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet daran, das hier anzuschauen, diese Let's Play-Folge. Das war es auf jeden Fall erstmal von mir für die heutige Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Damit an dieser Stelle hoffe natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ja, lasst mir lieber gerne ein Abo da. Müsst ihr natürlich nicht tun, würde mich aber sehr freuen, falls ihr das tun könntet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten lasst mir natürlich auch lieben gerne einen Kommentar oder auch ein Like da. Habe ich ja auch gerade schon angemerkt mit den Kommentaren. Ja, das war es aber auf jeden Fall erstmal für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Das war der Voice Crack des Jahrtausends. Gerade schön zum Ende des Videos, zum Abschluss des Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fett euch!